Servus Leute und willkommen zur inzwischen schon 8. Saison der Closer to Glory. Und damit ist das Ganze hier definitiv die längste Karriere, die ich jemals gespielt habe. Also so weit in der Zukunft war ich bislang auf jeden Fall noch nie. Ich habe dann auch nicht vor, allzu viel am Kader zu verändern, denn das Team hat in der Rückrunde so krass performt, da sehe ich eigentlich keinen großen Handlungsbedarf. Aber vielleicht verlassen uns ja überraschend ein paar Spieler und dann kann sich das Ganze natürlich auch wieder ganz schnell ändern. Ein Spieler, der uns verlassen könnte, ist Igor Matanovic, der hat ja eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen und tatsächlich möchte dann Napoli diese Klausel auch ziehen. Allerdings ist Matanovic erst seit 6 Monaten bei uns und es wäre schon schade, ihn wieder zu verlieren. Und deshalb habe ich ihm dann auch einen neuen Vertrag angeboten, natürlich mit deutlich mehr Gehalt und auch einem fetten Unterschriftsbonus in Höhe von 5 Millionen Euro. Und weil sich der Junge in Kaiserslautern wohlfühlt und das Geld natürlich jetzt auch noch besser stimmt, hat er das Angebot dann auch angenommen und wird also auch in dieser Saison für uns auf Torejagd gehen. Ansonsten haben wir dann hier noch Leonard Schäfer und Karl Weber auf Leihbasis für 2 bzw. 1 Jahr abgegeben. Und dann gab es hier auch noch einen prominenten Abgang. Xavi Hernandez und der FC Barcelona zahlen nämlich 39 Millionen Euro für Boris Tomjak. Der Kapitän, der ja tatsächlich seit Beginn an bei uns gewesen ist, wird jetzt also den Verein verlassen. Es ist verständlich, dass er diesen Wechsel nochmal mitnehmen wollte. Das kann man ihm jetzt wirklich nicht verübeln. Dadurch haben wir jetzt also in der Innenverteidigung noch Robin Koch übrig, der ja aber auch schon langsam beginnt abzubauen. Und dann haben wir noch Bissek und Maxim Decker. Und weil wir damit schon etwas dünn besetzt sind, haben wir noch einen Innenverteidiger geholt. Und das ist Frederik Jäkel. Der kommt für 18 Millionen Euro aus Venedig und bringt dann eine 79er Gesamtstärke mit. Und jetzt geht es auch los mit der neuen Saison. Zum Auftakt haben wir zu Hause gegen Leverkusen gespielt, wo wir dann auch erstmal in Rückstand gegangen sind. Wir kamen dann aber 20 Minuten vor dem Ende zum Ausgleichstreffer durch Matanovic. Doch leider ist Leverkusen dann noch der Siegtreffer gelungen, weshalb wir das erste Saisonspiel leider verlieren. Und wir verlieren nicht nur das erste Saisonspiel, sondern auch noch Karl Graf, zumindest dann für die nächsten 3 Monate, denn er hat sich leider den Zeh gebrochen. Mit Dejan Ljubicic haben wir aber wirklich einen sehr, sehr guten Ersatz für ihn. Und dann verlässt uns hier noch Torben Schmidt auf Leihbasis und geht für 1 Jahr nach Sassuolo. Der Start in die Saison ist wirklich nicht ohne. Jetzt geht es nämlich gegen Borussia Dortmund. Ich hätte mir natürlich schon gerne ein leichteres Auftaktprogramm gewünscht. Der BVB ist natürlich eines der Top-Teams in der Liga und ist dann auch in der ersten Hälfte wirklich mit voller Wucht über uns drüber gerollt. Nach gerade mal 30 Minuten stand es hier 0:2. Und kurz nach der Halbzeit haben die Schwarz-Gelben dann auch noch den 3. Treffer nachgelegt. Uns hat jetzt hier wirklich ein richtiges Debakel gedroht. Doch wir haben uns nochmal aufgerafft und sind dann hier zum Anschlusstreffer durch ein Eigentor gekommen. Und auf einmal wurde es hier nochmal spannend und in der 80. Spielminute hat dann Matanovic uns nochmal auf ein Tor rangebracht. Doch am Ende hat es nicht mehr für was Zählbares gereicht. Nach 2 Spielen sind wir weiterhin ohne Punkte. Am Transfer Deadline Day haben wir dann noch Magnus Magnusson verliehen. Der geht für 2 Jahre nach Pisa. Und als Backup-Stürmer kommt dann noch ein Spieler vom alten Verein von Miroslav Klose, dem SCR Altach. Sein Name ist Noah Bischoff. Er ist 26 Jahre alt, kommt aus Österreich, erhält die Rückennummer 30 und ist mit einer 74 nicht allzu krass. Aber für eine Backup-Rolle hinter Matanovic und Adama Ley sollte das dann trotzdem ausreichen. Am 3. Spieltag gegen St. Pauli sollte dann endlich der 1. Saisonsieg her und Jonas Akgün hat uns dann auch hier in Führung gebracht und 10 Minuten vor dem Ende hat dann auch noch der ehemalige St. Pauli-Stürmer Igor Matanovic getroffen. Das ist jetzt bereits sein 3. Tor im 3. Ligaspiel. Er ist schon wieder sowas von on fire. Und auch gegen den VfL Wolfsburg hat Igor Matanovic wieder getroffen und das war hier dann auch gleichzeitig der Siegtreffer. Mit 4 Toren nach 4 Spielen ist Matanovic jetzt schon ein ganz heißer Kandidat für die Torjägerkanone. Aber leider ist er dann vorerst erstmal verletzt und fällt für 4 Wochen aus. Am Hintergrund seht ihr dann aber schon, dass jetzt die Conference League losgeht und das ist eine gute Gelegenheit, einige Talente spielen zu lassen, die sonst nicht so viele Einsätze bekommen. Dominik Katletz ist einer von ihnen, der ist ja wirklich ein mega gutes Talent, aber Uwe Wagner ist halt dann einfach noch besser. Und by the way, würde mich dann mal interessieren, was ihr eigentlich denkt. Ist das der Bruder von Lubomir Katletz? Ist es vielleicht der Cousin? Sind sie gar nicht verwandt? Vom Alter her könnte es auf jeden Fall der kleine Bruder sein. Der ist, glaube ich, 2 Jahre jünger, der Dominik. Lasst mich das aber gerne in den Kommentaren wissen, wie wir das Ganze dann handhaben sollen.
Ein weiteres junges Talent ist Benjamin Fuchs, der ist auch wirklich super talentiert. Und auch Ronny Richter ist ein Spieler, der definitiv mehr Minuten bekommen sollte, damit er sich dann auch gut entwickeln kann. Im ersten Gruppenspiel ging es dann gegen die Hearts of Midlothian. Und da war dann der Vertreter des verletzten Igor Matanovic, Adama Lay, derjenige, der uns hier zum 1:0-Sieg geschossen hat. Der Auftakt in die Gruppenphase ist also gelungen. Und mit Legia Warschau und Sepsi Osk, das ist ein Verein aus Rumänien, haben wir jetzt auch wirklich nicht die schwerste Gruppe, da sollten wir eigentlich schon weiterkommen. Die letzten beiden Spiele haben wir jeweils mit 1:0 gewonnen und das ist wohl unser neues Lieblingsergebnis, denn auch gegen Bremen gab es wieder einen 1:0 Erfolg. Als nächstes haben wir dann in Köln gespielt und auch da sind wir nach einem tollen Vorstoß von unserem Linksverteidiger Uwe Wagner mit 1:0 in Führung gegangen. Diesmal gab es dann aber tatsächlich noch einen zweiten Treffer, wieder mal durch Adama Lay, der Matanovic hier wirklich mehr als ordentlich vertritt. Nach 6 Spielen sind wir Dritter in der Liga, trotz der 2 Auftaktniederlagen ist das also ein mega Saisonstart. Auch bei der Rückkehr von Miroslav Klose in seine zweite Heimat nach Polen ging unsere Erfolgsserie dann weiter. Gegen Legia Warschau hat uns Fabian Friedrich auf die Siegerstraße gebracht und quasi mit dem Pausenpfiff hat dann unser Neuzugang Noah Bischoff sein erstes Tor für den 1. FC Kaiserslautern erzielen können. In der zweiten Hälfte haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet, trotzdem durften wir noch ein drittes Mal jubeln. Adama Lay bestätigt nochmal seine tolle Form und macht hier den Deckel drauf. Es ist jetzt hier wirklich das Topspiel am 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellendritte empfängt den Tabellenzweiten aus München. Die Bayern waren natürlich der Favorit und der amtierende deutsche Meister brauchte auch nur 15 Minuten für das 1:0. Wir waren aber wenig beeindruckt davon, weshalb auch, wir haben ja wirklich ein mega Selbstbewusstsein und haben dann auch den Ausgleich erzielt. Yunus Akgün mit dem 1:1 und vor der Pause gab es hier dann eine Ecke, die landet bei Jekyll. Der Ball wird dann erstmal gehalten, aber der zweite ist dann im Tor. Frederik Jekyll schießt uns also gegen die Bayern in Führung. Aber die Münchner wollten sich das natürlich nicht gefallen lassen und im zweiten Durchgang gab es dann hier den Ausgleich für die Bayern. Und jetzt haben die hier wirklich richtig Druck gemacht. Wir haben uns aber wirklich in jeden Ball reingeworfen, haben alles versucht, aber am Ende war dann der Druck einfach zu groß. Und Darwin Núñez schießt die Bayern also doch noch zum Sieg. Das ist hier dann vielleicht nur ein kleiner Trost, aber mit Toni Michel haben wir das nächste Megatalent gefunden. 3,4 Millionen ist er wert und hat mit 17 Jahren bereits eine 66er Gesamtstärke und zudem auch noch ein sehr vielversprechendes Potenzial. Je nachdem, wie lange die Karriere hier noch geht, vielleicht dann tatsächlich nochmal ein Mann für die Zukunft. Auf jeden Fall wieder ein Mann für die Gegenwart ist Nikolai Pedersen. Der ist nämlich endlich wieder fit. Er war ja meines Wissens 6 oder 7 Monate lang verletzt und bringt jetzt natürlich enorm viel Qualität mit. Und auch Igor Matanovic ist wieder einsatzfähig. Das sind dann nochmal sehr, sehr schöne Nachrichten vor dem nächsten Spiel gegen den VfB Stuttgart. Gegen die Schwaben sind wir dann allerdings erstmal in Rückstand gegangen. Aber Gott sei Dank ist ja Igor Matanovic wieder mit dabei und natürlich macht er dann hier auch direkt wieder sein Tor. Am Ende haben wir dann hier auch noch auf den Siegtreffer gedrängt und fast wäre hier nochmal der Ball reingefallen. Am Ende bleibt es aber beim 1:1 unentschieden, womit wir dann aber schon ganz gut leben können. Wir sind dadurch jetzt natürlich erstmal auf den 7. Platz zurückgefallen, aber ihr seht ja selbst, wie eng das Ganze da vorne alles ist. Das kann sich in 1-2 Wochen schon wieder alles geändert haben und ganz anders aussehen. In der UEFA Conference League sind wir nach 2 Spielen auf dem 1. Platz in der Gruppe. Gegen Sepsi Osk aus Rumänien wollten wir dann hier den 3. Sieg im 3. Spiel einfahren und Idris Ahmed hat uns dann auch hier die Führung besorgt. Weil wir dann aber trotz zahlreicher Chancen keinen weiteren Treffer erzielt und in der Nachspielzeit dann hinten auch noch komplett gepennt haben, gibt es am Ende also nur ein Unentschieden für uns. Der Torschütze für die Rumänen war Mika Martin und das ist, soweit ich weiß, der Regen von Julian Draxler. Also vielleicht dann auch ein Mann, der für uns nochmal interessant werden könnte. Trotz des Unentschiedens gegen die Rumänen bleiben wir aber auf dem 1. Platz in der Gruppe und sind damit weiterhin im Soll. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier an dieser Stelle erstmal einen Cut und machen dann in der nächsten Folge weiter. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.